Allora Leute, ciao von der Ungo. Coronavirus ist leider ein großes Problem für die ganze Welt. Und es ist ein bisschen blöd, dass wir über Trading reden, wenn etwas so Schlimmes passiert. Aber wir sind Händler und wir müssen auch unsere Entscheidungen treffen. Also, was sollen wir tun als Händler? Erstmal bitte abonniere meinen Kanal, sodass du sofort wissen wirst, wenn etwas Neues kommt, auch wenn du andere Ausgabe vom Training Weltmeister Kanal wissen willst. Nun, Coronavirus hat in dieser Zeit die Märkte sicher ein bisschen erschreckt und was vorher deutlich nach oben ging, hat gewackelt, ist runtergefallen, dann wieder gestiegen, dann wieder gefallen. Also man weiß nicht, wo es hingehen will. Und die Frage ist, soll man überhaupt handeln? Oder soll man einfach warten, bis die Situation wieder normal wird? Okay, du weißt, dass ich manchmal gesagt habe, dass in einigen Fällen schalte ich meine Systeme aus. Und hier schon gibt es einen Unterschied. Bist du ein diskretionärer Händler oder bist du ein automatisierter Händler? Beim diskretionären Handel kannst du natürlich entscheiden, wie nach deinem Gefühl, was du tun. Also ich kann jetzt nicht sagen, was du machen sollst, weil jeder erlebt, was passiert unterschiedlich. Also die Entscheidung muss man dann selbst treffen, wie man sich in einem bestimmten, in einer bestimmten Situation fühlt. Beim automatisierten Handeln, die Entscheidung kommt, nachdem man sieht oder man hat das Gefühl, dass die Systeme, ob die Systeme die Märkte richtig interpretieren oder nicht. Alle Systeme, mindestens meine Systeme, sind auf statistische Werte gebaut. Das heißt, die Systeme versuchen zu tun oder zu folgen, was normalerweise in den Märkten passiert. Was normalerweise in den Märkten passiert. Normalerweise bedeutet, das System liest, was in der Vergangenheit passiert ist und versucht dann die Regeln so zu bauen, sodass, wenn in der Zukunft nochmal etwas passiert wie in der Vergangenheit, wir dabei sind in der richtigen Richtung. Ich habe schon gesagt, dass in einigen Sonderfällen habe ich alles ausgeschaltet, wann ich schon wusste, dass die Systeme vermutlich nicht gut arbeiten könnten. Das war bei der Brexit-Entscheidung die erste, beim Referendum. Dort wusste ich nicht, was passieren konnte. Okay? Und in so einem Fall am besten wartet man, bis die Situation wieder normal wird. In der Tatsache gab es höhere Schwankungen. Die waren ziemlich schnell und nicht so sauber, wie man erwarten könnte. Und das hat natürlich die meisten Systeme kaputt gemacht in der kurzen Periode. Aber meine Systeme waren fast alle, nicht alle, aber fast alle ausgeschaltet und das war kein Problem. Ein anderer Fall war die USA-Wahl, wo Donald Trump gewonnen hat. Das war ein anderer Fall, da wusste man schon, morgen kommt die Nachricht, neuer Präsident. Was passieren wird, kann man nicht gut schätzen, die Systeme auch nicht, weil die Märkte in dem Fall ein bisschen verrückt werden, dann schalten wir das aus und warten wir, um zu sehen, was passiert. Ist heute auch so eine Situation? Ich würde sagen, am Moment nicht. Aber nicht für mich mindestens, nicht was ich gesehen habe. Es gab wohl Störungen zu dem Haupttrend, und das hat jeder gesehen, aber diese Störungen in ein kurzfristiges Zeitfenster waren sauber genug, sodass die Systeme diese auch nutzen könnten. Ich meine, die Abwärtsbewegungen, die stattgefunden haben, die waren nicht hektisch oder eine Überraschung wie bei den Tweets von Trump oder so. Nein, die waren normale Bewegungen nach unten. Und bei normalen Bewegungen, also die Märkte haben sich normal nach unten bewegt, in dem Fall funktionieren die Systeme. Systeme werden entweder ausgestoppt, falls die long sind, oder können auch Short einsteigen und diese Abwärtstrends nutzen in dem Fall. Das kann passieren natürlich. So, also wenn die Märkte sich wie am Moment noch normal unterhalten oder bewegen, dann können die Systeme, und das machen meine genau noch, ruhig noch arbeiten. Es ist so natürlich, es kann in jedem Fall passieren, dass eine Überraschung kommt, eine wichtigere Nachricht. Entweder findet man jetzt was zum Impfen,
Coronavirus kein Problem mehr wird, das wäre eine gute Nachricht, da werden die Werte wieder vermutlich steigen. Oder kommt eine sehr schlechte Nachricht oder jemand, der sehr wichtig ist, krank wird, das hoffe ich natürlich nicht. In dem Fall wäre es eine Überraschung und das könnte dann die Märkte so stören, dass es dann besser wird, alles auszuschalten. Am Moment aber nicht. Am Moment arbeite ich weiter, meine Systeme sind live und ich sehe heute noch keinen Grund, alles auszuschalten. Weil, wie gesagt, die Reaktion ist negativ, aber normal. Und bis es normal bleibt, kann man arbeiten. Ob es richtig oder falsch ist, das ist ein ganz anderes Thema, aber die Antwort zu, soll ich handeln? Wenn du handeln willst, ja, am Moment sehe ich nichts, was normale Handel stören soll. Es ist klar, beim Long-Term-Trend-Following ist unser Portfolio nicht gut miteinander, weil es höhere Schwankungen gibt und die innerhalb unser Trenddauer natürlich unser Portfolio stören, das ist klar. Aber auch in dem Fall muss man die Regeln folgen. Wir haben vermutlich eine Regel eingebaut, was uns sagen wird, wann das System vielleicht stellen, stoppen oder aussteigen oder irgendwas. Das muss man folgen. Am Moment gibt es nichts, was aus den Regeln sein soll. Das war's, Leute. Ich hoffe, die Situation wird natürlich besser. Nicht fürs Trading, sondern für die Welt. Dass man schnell eine Lösung findet zum Coronavirus. Und dass nichts anderes schlimmer kommt. Und wie gesagt, ich arbeite weiter. Wir treffen uns nächstes Mal wieder. Du kannst in der Zwischenzeit abonnieren und eventuell mein E-Book Erfolge traden, so geht's, runterladen. Hier findest du bei der TradingWeltmeister.de Webseite das Link, wo du das gratis runterladen kannst. Da kannst du ein bisschen lesen, wie es bei mir am Anfang war. Das war's. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Ohmer.